Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute mit einem neuen Infovideo zu League of Legends. Denn ja, wir wissen jetzt bald, die Season geht dem Ende gleich. Ich hoffe, ihr habt so mehr oder weniger eure Elo erreicht, die ihr haben wolltet. Und jetzt fängt langsam wieder die Zeit der Preseason an. Für alle, die nicht wissen, was Preseason bedeutet, das ist die Zeit, bevor die neue Season anfängt, in der immer extrem viele Änderungen in League of Legends passieren werden. Das heißt, man probiert neue Sachen aus, man versucht das Spiel ein bisschen zu ändern, das passiert quasi jede Season und das ist meistens sehr, sehr schön, weil man vieles zu entdecken hat. Und einige dieser Änderungen möchte ich euch gerne heute vorstellen, auch wenn ich hier ganz wichtig sagen muss, das ist längst noch nicht alles und da wird noch natürlich viel, viel mehr kommen. Und die ersten massiven Änderungen in League of Legends gehen an unsere guten Türme. Die Türme, ja, sind natürlich sehr, sehr wichtig, aber oft fühlen wir uns doch irgendwie von diesem betrogen. Denn sie stehen zwar auf der Lane da, aber du wirst von zwei Leuten gedived und hast das Gefühl, die sind nutzlos und machen einfach nichts, bis sie dann irgendwann eingesammelt werden und dem Gegner einen Riesenhaufen Gold geben. Und das soll sich ändern. Die Ziele für diese Türme sind wie folgt. Es soll viel, viel seltener passieren, dass ein Turm von 100 auf 0 fällt. Ja, ihr kennt es, ihr lanet die ganze Zeit super gut, gewinnt sogar vielleicht die Lane, werdet einmal gegankt und der Jungler plus Midlaner pusht eure Lane durch und der Turm ist sofort weg. Das soll nicht mehr passieren. Spieler, die in der Lane aggressiv spielen, sollen trotzdem dafür belohnt werden, auch wenn sie nicht direkt den Turm bekommen. Solltest du allerdings ein schlechtes Matchup haben, ist es nicht so extrem bestrafend, weil dein Turm deutlich länger standhalten wird und du halt länger unter diesem farmen kannst. Und wie soll das Ganze erfolgen? Die zwei Zauberwörter sind hier Turret Plating. Das heißt, der Turm soll eine eigene Rüstung bekommen. Wie man hier sehen kann, hat der Turm ein riesiges, massives Schild vor sich und das wird in 5 Sektionen oder auch 5 Plates unterteilt. Wenn ihr einen Turm also zerstören wollt, müsst ihr alle 5 Platings vernichten. Wie wird das Ganze ablaufen? Ihr greift den Turm an, ihr zerstört ein Plating und jedes Mal, wenn ihr ein Plating zerstört, bekommt der Turm zusätzliche Resistenzen. Solltet ihr mit einem Mate, das heißt zu zweit oder mit mehreren Leuten diesen Turm angreifen und ein Plate zerstören, bekommt der Turm danach ein zusätzliches Bollwerk. Dieses Bollwerk hält 20 Sekunden und der Turm bekommt für jeden Gegner in der Nähe zusätzlich 25 Armor und Magieresistenz. Das heißt, diesen Turm mit mehreren Leuten zu rushen ist extrem schwierig, aber auch alleine ihn zu zerstören ist schwierig, da er jedes Mal nach jedem einzelnen Plating zusätzliche Resistenzen bekommt. Aber das Ganze hat auch etwas Gutes, denn jedes Mal, wenn ihr ein Plating zerstört, bekommt ihr lokal, also in dem Bereich um den Turm herum, 160 Gold, was natürlich auf alle verteilt wird. Wenn ihr aber der Einzige seid, bekommt ihr selber pro Plating 160 Gold dazu und das ist ziemlich nice. Zusammengefasst, der Turm ist extrem schwierig zu zerstören, allerdings, wenn ihr trotzdem aggressiv spielt und ständig diese Platings entfernt, kriegt ihr, obwohl ihr den Turm nicht direkt zerstört, sehr, sehr viel Gold in eure Tasche. Schauen wir uns doch zusammen mal die Turmstats an. Jedes Plating gibt 1000 HP, das heißt die Tower-HP wird von 3800 auf 5000 HP angehoben. Der Turm hat jetzt nur noch am Anfang 40 Armor und Magieresistenz, vorher hatte er 55, bekommt allerdings pro Plating 30 von beiden dazu. Das heißt, das erste Plating ist deutlich schneller zu zerstören und ihr bekommt schon mal ein gewisses Teilgold auf euer Konto gutgeschrieben, was ziemlich cool ist. Das heißt, ihr könnt euch nach und nach einen Vorteil erspielen, ohne dass ihr den Tower insgesamt sofort zerstören müsst oder könnt. Oft ist es ja so, dass der Tower immer noch seine 3% AP hat, aber ihr immer noch kein Gold davon bekommen habt. Obwohl er fast kaputt ist. Bevor ihr jetzt allerdings einen Nervenzusammenbruch bekommt, diese Supertürme, so wie ich sie jetzt einfach mal nenne, sind nur die äußersten jeder Lane. Das heißt insgesamt 3 Stück, oben, Mitte, unten einer. Die inneren Türme, also T2 oder T3 oder Nexus-Türme, sind alle stinknormal wie damals. Wir wollen natürlich aber auch mehr Vertrauen in unsere Türme haben, dass sie uns beschützen. Und deswegen wird das AD-Scaling pro Minute von 4 auf 9 angehoben. Das heißt, diese Türme werden auch deutlich mehr Schaden verursachen. Unterm Strich muss man natürlich sagen, dadurch, dass das Local Plating Gold jetzt so hoch ist, wird das Turret First Blood um die Hälfte reduziert. Was ist das Fazit aus der ganzen Sache? Fazit ist, dass wenn ihr eine schlechte Lane habt und schlecht im Game seid, ihr länger unter eurem Turm farmen könnt, weil der erstmal nicht so schnell zerstört wird und auch mehr Damage jetzt hat. Das heißt, wenn ihr allerdings ein offensiver Laner seid und sehr gut in der Lane seid, könnt ihr euch trotzdem zusätzliches Gold durch dieses Turret Plating holen, das heißt euch einen Vorteil erspielen, habt allerdings so ein bisschen Probleme, den Gegner zu diven, weil der Tower mehr Damage macht. Grundsätzlich muss man sagen, wird die Laning Phase also deutlich länger gehen und die Chance, dass du die Laning Phase erst mit einem fertigen Item verlässt, ist sehr, sehr hoch. Wer profitiert davon, wenn die Laning Phase sehr, sehr lang ist? Meistens Assassinen, wie zum Beispiel Shaco. Denn der möchte, dass die Leute alle einzeln auf ihrer Lane sind, da kann er dann nämlich immer alleine die Gegner töten.
Wenn die Türme kaputt sind, fangen die Leute an zu groupen und das ist sehr, sehr kacke. Ihr habt auch ebenfalls, wenn ihr ein aggressiver Spieler seid, länger die Möglichkeit, euren Gegner zu traden und ihn zu outplayen, bevor die Laning Phase zu Ende geht. Das war aber natürlich nicht alles, denn es geht direkt weiter und zwar mit dem Runensystem. Ich mag Runen, Runen sind cool und ich denke, sie sind eine Bereicherung, allerdings nicht immer. Denn es gibt ja den Runenboni, das heißt, wenn ihr zwei Runen seid miteinander kombiniert, das heißt zum Beispiel Rot und Blau. Das heißt, hier bekommt ihr zusätzliche AD oder AP dazu, aber vielleicht wollt ihr Attack Speed haben, aber diese Möglichkeit habt ihr nicht. Oder andersherum, ihr wollt den gelben Baum, wollt aber eben keine Attack Speed, bekommt dieses aber eben genau dadurch. Und damit soll jetzt Schluss sein, denn ihr bekommt jetzt drei Runenslots dazu und in jeder dieser Runenslots könnt ihr unter drei Runen auswählen. Das heißt, im Runenslot 1 könnt ihr auswählen, ob ihr 10 AD oder AP, ob ihr 9% Attack Speed oder ob ihr 1 bis 10% Scaling CDR haben wollt. In Runenslot 2 sieht das Ganze so aus, dass ihr hier wieder 10 AD oder AP nehmen könnt. Ihr könnt aber außerdem zwischen 5 Armor oder 6 Magieresistenz wählen. Und der dritte Runenslot ist der erste Punkt HP 15 bis 90 und dann wieder 5 Armor oder 6 Magieresistenz. Das heißt, man sieht direkt, man kann extrem wählen. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, hey, ich nehme straight up 20 AP oder eben AD mit dazu und bin super stark im Game, hab viel Power vielleicht gerade für Assassin. Du kannst aber genauso sagen, okay, hey, ich spiele jetzt Jax gegen Rumble Top Lane und ich nehme jetzt Double Magic Resistance mit und mache den Gegner richtig die Hölle heiß. Obwohl das ja eigentlich umgekehrt sein sollte. Oder du spielst gegen einen Zed oder einen Talon in der Mitte, packst einfach Doppel Armor mit in die Runen rein. Das finde ich jetzt schon scheiße. Ich finde die Idee grundsätzlich erstmal sehr, sehr cool, denn so kannst du dir deine eigenen Runenseiten noch ein bisschen mehr zusammentunen. Das heißt zum Beispiel, wenn du Diana oder Azir spielst, kannst du halt trotzdem vielleicht lieber diese Attack Speed mitnehmen, was du vorher vielleicht eben nicht konntest. Ich denke mal, in den meisten Fällen wird man halt ein bisschen Armor, ein bisschen Magieresistenz und ein bisschen Damage mitnehmen. Aber wer weiß, vielleicht passiert da ja noch ein bisschen und vielleicht kommen ja sogar noch neue Runen mit dazu. Es geht aber auch direkt weiter und zwar mit dem Gold Bounty. Gold Bounty ist der Geldbetrag, den du bekommst, wenn du einen sehr, sehr starken Spieler tötest. Und dieser wird jetzt im Tab-Screen angezeigt. Das heißt hier, Swain 3-0 gibt 600 Gold. Das ist ziemlich cool, denn da kommen wir gleich zu, aber es ist halt oft so in meinen Games, wir haben eine 7-1 Anivia als Gegner in der Mitte und was denkt sich so der Rengar? Ich kill jetzt erstmal oben die 0-4 Riven, die 43 Gold gibt. Schön. Das heißt, so wird den Leuten das nochmal ein bisschen ins Auge gebrannt, hey, hier Anivia, 3 Millionen Gold. Warum das jetzt allerdings wichtig ist, das anzuzeigen, ist nämlich jetzt folgend. Denn es zählen jetzt nicht nur noch Kills in dieses Bounty rein, sondern ebenfalls werden auch Monster und Minions da reingezählt. Das Maximalgold, was man durchs Bounty bekommen kann, ist auf 1000 Gold gecapped und das wird ganz grob unterteilt in 70% durch Champion Kills und 30% durch Minions und Monster. Allerdings ist die Rechnung, die Riot hier verwendet, sehr, sehr komplex und sie wollen da noch nicht genau ins Detail gehen, denn das hängt auch immer ab, wie das Game gerade läuft. Diese 70-30 Rechnung ist nämlich nur in den Games, wenn ihr extreme Heads seid und sehr, sehr viele CS vor dem Gegner seid. Wenn beide Teams gleich sind, dann soll es wohl angeblich nur über die Champion Kills laufen und nicht über die Minions und Monster. Allerdings ist das Bounty Gold für das Losing Team. Das heißt, man kennt es ja, ihr seid 5-0 AD Carry, aber der Rest vom Team sind alle 0-5 reduziert. Das heißt, wenn ihr der einzige Spieler seid und richtig hart versucht zu carryen, ist es nicht ganz so bestrafend, wenn ihr selber abgeholt werdet. Das heißt, ihr als 5-0 Spieler im schlechteren Team, im verlierenden Team, gibt nicht so viel Gold ab. Finde ich persönlich sehr, sehr cool und kombiniert mit diesem zusätzlichen Gold, was du kriegst, wenn die Gegner extrem viel farmen, hat man halt extrem viele Comeback-Möglichkeiten, was ich als absoluter Comeback-Spieler feiere, was ich allerdings auch wieder hasse, weil man kennt so viele Games, wo du sagst, das können wir nicht mehr verlieren und dann kriegst du so hart auf die Fresse und denkst dir einfach nur noch, was passiert hier eigentlich? Und das wird jetzt halt noch schlimmer werden. Und ich denke, ihr wisst genau, wovon ich rede. Das war allerdings immer noch nicht alles. Die nächsten Änderungen sollen sich darum drehen, dass Teams, die vorne sind, das Spiel schneller und besser beenden können. Und hier gibt es die Änderungen wie folgt. Minions machen zwar dezent weniger Damage an Türmen, kriegen aber super viel Movement Speed dazu. Plus 100 bis zur 30. Minute. Vorher waren es plus 25. Das heißt, die rennen. Das sind quasi Rennwagen-Minions. Neues Gameplay. Nice. Außerdem werden die Minions deutlich tankiger und haben viel mehr Damage. Holy shit, machen die viel Schaden. Einfach mal 80 Damage. Vorher 12, jetzt 80. Das heißt, wenn du aus Versehen in so einer Minion-Wave von 20 Minions bist, bist du halt instant tot als AD Carry. 80 Damage, das sind 80 Damage. Caster-Minions, 120 Damage pro Auto-Attack. Stellt euch vor, diese kleinen lila Kugeln, die fliegen euch hinterher. Da greift eine Wave mit
8 Minions an, wie eure AP droppen. Bam. Zack, seid ihr tot. Außerdem wird die Zeit, wann die Kanonen alle 2 Waves oder jede Wave spawnen, deutlich verkürzt. Und der Betrag, wie viele Tower-Shots eine Kanone tanken kann, erhöht von 8 auf 8, 10 und 12. Also scalend mit der Zeit. 12 Tower-Shots im Late-Game. 12! Das ist ein Jahr lang, wo der Turm auf die Kanone schießt. Und der letzte Step hierzu ist, dass die Respawn-Timer reduziert sind. Das heißt, Drachen spawnen jetzt nicht alle 6 Minuten, sondern alle 5 Minuten. Das ist sehr, sehr interessant. Das heißt, du kannst wahrscheinlich mehrere Drakes jetzt im Game haben, was schon cool ist. Ja, die Chance auf mehr Infernal Drakes ist also definitiv da und insgesamt mehr Drakes. Und auch der Elder Dragon spawnt jetzt statt alle 8 Minuten alle 6 Minuten und der Baron statt alle 7 Minuten ebenfalls alle 6 Minuten. Dass jetzt auch Elder und Baron zur selben Zeit spawnen, beziehungsweise dieselben Respawn-Timer haben, ist sehr, sehr fies. So kannst du nämlich immer schön zusammen einsammeln und dann den komplett vernichtenden Todesstoß geben. Vorher hattest du halt dann meistens Baron oder Elder Drake. Zumindest wenn die beide schon mal gekillt worden sind. Ja, meine Freunde, das war es mit den Änderungen. Waren sehr, sehr viele dabei. Ich hoffe, es war informativ für euch. Es kann sein, dass natürlich demnächst noch weitere Änderungen kommen werden. Die werde ich euch sehr, sehr gerne hier auf diesem Kanal dann eben vorstellen. Wichtig zu sagen, das ist alles PBE und extrem frühes PBE. Das heißt, er kann sich noch komplett alles ändern und irgendwelche Änderungen eintreten. Sagt mir doch trotzdem absolut gerne, was ihr von den Änderungen haltet, ob ihr es gut findet, ob ihr es scheiße findet, ob ihr Nougat-Bits magt oder eben nicht. Auf Wiedersehen und goodbye.